Willkommen zurück zu Jump 1/2. Weiter geht's mit Earthquake Havoc, also dem Erdbeben-Abriss oder so. Da darf mal wieder Luigi ran. Bin sehr gespannt, bisher waren alle Level in dieser Welt ziemlich herausfordernd. Während Erdbeben, zum Beispiel wenn ein Swamp auf den Boden aufstampft, werden blaue Blöcke durchlässig. Genau andersrum verhalten sich die lilafarbenen Blöcke. Aha. Huch, so funktioniert das also. Oh je, ich sehe schon. Das bietet wieder sehr viel Potenzial für Trolls. Okay. Also die lilanen Blöcke werden fest während des Erdbebens. Ja, aber was ich ja gesagt habe. Alle Level bisher ziemlich herausfordernd in dieser Welt. Was ziemlich cool ist, weil wenn wir uns zurückerinnern an die erste Welt, es hat ja super easy angefangen. Sterbe ich jetzt eigentlich, wenn ich mich hier drin befinde? Wahrscheinlich schon. Und das sieht man in Hex relativ selten, dass es wirklich so eine kontinuierliche Schwierigkeitskurve gibt. Normalerweise, wenn der Hack von einem allein gemacht wurde, dann ist die Schwierigkeit immer relativ gleichmäßig. Und wenn es von vielen unterschiedlichen gemacht wurde, dann ist sie oft total durcheinander. Nicht so hier. Haben sie es echt hinbekommen, das einigermaßen zu glätten. Oh ja, danke schön. Danke für die Unterstützung. Wie überlebe ich das? Muss wieder zurück, ne? Deswegen der Pfeil. Uff, okay, und jetzt rennen. No! Ich habe automatisch was richtig gemacht. Das kommt selten vor. Ach so, und jetzt muss ich den hier dazu nutzen, damit ich eine Plattform habe, um in die Röhre reinzugehen. Wo werde ich abgesetzt? Und warum sieht dieser Swamp so einschüchternd aus? Egal, der sorgt auf jeden Fall dafür, dass hier die ganze Zeit die Blöcke aktiv sind. Und das will ich nicht. Nein, das will ich vermeiden. Ich will dem die Grundlage wegnehmen. Haha! Witzig. Und da war mal wieder ein Hammerbruder drin. Ja, die sind halt so gemacht, damit man sie von den anderen Swamps unterscheiden kann. Das sind quasi die Dauerstampfer. Ich verstehe schon. Aber warum die so gruselig aussehen müssen? Ist ja fast wie bei der Gehirnpest. Oh, jetzt ist schwer, oder? Mhm. Ist das einer, den man killen kann? Und weg hier. Immerhin hält das Erdbeben noch eine Weile an, nachdem der Swamp gekillt wurde. Guter Checkpoint. Links Drachenmünzen, rechts mit dem Hauptweg weiter. Ich will natürlich die Drachenmünzen. Ist doch klar. Es hieß Drachenmünzen. Das macht mich neugierig. So, an die komme ich ran, weil wahrscheinlich mal wieder aus dem Block da eine Pflanze rauskommt. Jetzt muss ich nur irgendwie dem Disco-Panzer den Weg ebnen. Ach, das war's schon. Es ging nur darum, dass er nicht runterfällt. Alles klar. Jetzt habe ich zwei Wege zur Auswahl. Was soll ich denn davon halten? Geh einfach mal weiter nach links. Okay. Hier kann ich das Erdbeben selbst verursachen, sobald ich Yoshi den gelben Panzer zu fressen gebe. Aber das ist es noch nicht. Der rote fällt ja da nicht so einfach runter. Ah, Moment. Ah, ich hätte das... So funktioniert's. Indem ich mir hier immer wieder den Kopf anschlage, kann ich ein Dauererdbeben erzeugen, wie der Swamp. Haha, ist das genial. War ja schon... Ist ja das Gimmick an sich... Achso, Yoshi kann da nicht durch. Ist ja gar nicht so abartig. Weil theoretisch ist es halt einfach nur ein Schalter, der zu bestimmten Zeiten an- und ausgeht. Aber es ist schon wieder richtig clever gemacht. So, was gibt's jetzt hier noch zu tun? Wofür ist die Plattform gut? Ich kann mich ja nur zerquetschen. Ich müsste irgendwie in die Nähe von diesem Swamp kommen, damit der eine Attacke starten kann. Komme ich aber nicht. Obwohl, der müsste doch auch angreifen, wenn ich hier bin. So, jetzt ist er zumindest mal befreit. Aber ich glaube, ich komme hier nicht nah genug an ihn ran. Ja, das ist das Problem. Muss vermutlich... Ich verstehe schon. Muss mir die Zeit zunutze machen,
die Ranke noch am Wachsen ist. Und deswegen ist auch die Plattform da, damit die mich da aufhält, wenn ich es nicht richtig time. Ich gehe mal los, wenn sie gerade am Ausfahren ist. Vielleicht passt es ja dann einigermaßen. Nein, hab mich noch an der unsichtbaren irgendwas angestoßen. Also ein bisschen später. Und hat immer noch nicht gereicht. Weil jetzt macht das ja nicht mehr, ne? Na. Müssen wir mal ganz schön schnell sein. Ich meine, mit der Plattform hat das ja gar nichts mehr zu tun. Es ist einfach nur, ich muss schneller sein. Okay, hab's geschafft. Und jetzt kann ich gehen? Denn ich habe alle Dragon Coins. Das haben sie bestimmt gemacht, weil der zweite Levelteil unfassbar schwer ist. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Gab's hier eigentlich noch was ich nicht gelesen habe? Nein. Auf geht's! Ah. Oh, was? Wie hätte ich das timen müssen, damit ich da rechtzeitig durchkomme? Zweimal auf dem Swamp bouncen. No! Du Sack! Ich dachte, ich kann da durchlaufen. Aber es ist nicht semi-permeabel. Und Swamps landen nicht auf grauen Plattformen. Nein, nein, das tun sie nicht. Aber immer her damit. Sieht nach einer spaßigen Herausforderung aus. Also, einmal, zweimal. Das gleiche hier. Auch wenn der Winkel ein bisschen fieser ist. Oh, wie schaffe ich es bloß, dem Ding jedes Mal direkt drunter zu laufen? Das kriegt doch außer mir auch wieder keiner hin. So. Und das ist wieder einer, der abgeht wie ein Schnitzel. Oh. Was hat denn der für ein Tempo drauf? Dauerquaking. Nein, ich wollte nur zurückspringen. Aber hab mich zu dumm angestellt. Ich hätte auch gar nicht zurück müssen. Es war nur eine Sicherheitsoption. Ich lock den jetzt mal schön dahinter. Das kriegst du dafür. Das ist so clever. Und jetzt muss ich aufpassen, weil der wieder da rausschießt. Halleluja. Und hier kann ich einfach durch. Jo. Völlig grundlos gestorben eigentlich. Scheint sich zu bewähren, wenn man sich beeilt. Generell hier. Einfach weggehen, bevor die Flammen freigesetzt werden. Hoppla. Was kommt da runter? Und wieso? Ach, das verursacht auch ein Erdbeben. Oh oh. Ich bin da super schwer. Ich habe nur hier, um zu landen. Aber ich habe es geschafft. Boah, jetzt darf es aber nicht mehr allzu lange weitergehen, sonst habe ich ein Problem. Es geht aber noch weiter. Oh oh. Und zwischenlanden. Was? Nein, ich hätte stallen müssen. Ich hätte noch mehr Zeit rausholen müssen, damit Yoshi da runterfällt. Ah, das war aber schwer, das auf Anhieb zu checken. Richtig cool gemacht, aber fast eines meiner Lieblingslevel. Ah, dang it, woran ist es denn jetzt gescheitert? Luigi hat seine Zehe nicht mehr auf die Kante bekommen. Naja, eigentlich relativ egal, ob man getroffen wird. Später kommt es ja nur noch drauf an, überhaupt zu überleben. Das hier ist schon relativ schwer. Oh, war das so verzögert passiert. Und jetzt hat man dann auch gleich keine Chance mehr. No! Also das ist definitiv die stressigste Section. Der Rest hier ist nicht so wild. Man muss halt nur wissen, dass man jetzt dann gleich hin und her springen muss. Und den Yoshi auffangen. Ach nee, der... der landet da so bequem. Und tschüssi! Das war, glaube ich, richtig knapp, hä? Was hast du vor? Achso, du machst nur nochmal extra Erdbeben. Den haben sie gar nicht eingesetzt. Quasi sozusagen, hey, nicht vergessen, den hätten wir auch noch bringen können. Haben wir aber nicht gemacht. Super nices Level.
Was geht denn jetzt ab? Das ist das coolste Oberwelt-Event, das ich je gesehen habe. Das Erdbeben-Level verursacht ein riesiges Erdbeben. Der ganze Strand fällt in sich zusammen. Und Bowsers wahre Welt erscheint. Ups. Ich habe da nur eine Leiter gesehen. Ach, hier bin ich jetzt. So ist das also. Egal. Natürlich geht's jetzt hier weiter. Direkt mal mit einem Level mit Secret Exit von Xfix. Brick Joke. Also Ziegelsteinwitz. Oh, wenn ich schon die Musik höre. Was? Was? Wieso geht hier alles kaputt? Und die Münzen auch? Deswegen Brick Joke, weil hier alles aus zerbrechlichen Blöcken besteht. Wie soll ich denn hier ahnen, was echt ist und was nicht? Moment, jetzt habe ich glaube einen Fehler gemacht. No! Das ist ja gefährlich. Am besten ich baller hier rum wie so ein Wilder, damit mir die hier nicht alles unter den Füßen wegschießen. Ach, das ist gar keine fallende Plattform. Das sah für mich so aus. Wäre ganz cool, wenn der jetzt hier mal in meine Richtung schießen könnte. Sonst kriege ich das hier nämlich nicht auf. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Natürlich könnte ich es auch selber hinbiegen irgendwie. Ach nee, jetzt hat er auf einmal Bock. Die sind einfach durcheinander durch. Das sollte normalerweise auch nicht passieren. Ah, jetzt kriege ich den nicht mehr. Diese athletische Musik. Und tschüss. Moment, komme ich da ran? Nein, ich hätte einen Panzer gebraucht. Komm, mit Anlauf ist das zu machen. Ja. Und fast im gleichen Moment hätte ich es wieder verloren. Die Münze hat mich gekillt. Das ist das Schwierigste. Sich darauf einzustellen, dass man die Münzen nicht einsammeln kann, sondern einfach von ihnen abprallt. Na gut. Ey. Oh, ist das alles eng hier. Und dabei noch gleichzeitig auf die 100.000 Gegner zu achten? Was macht der denn hier für Spirenzchen? Was sind das überhaupt für komische Dinger? Die interagieren nur mit Sprites. Und nicht mit mir. Dafür sind die gut. Aber man kriegt hier nicht ohne Grund so viele... Nein, nicht schon wieder! Holy moly! Okay, man kann auch auf ihnen stehen. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Es sind wirklich nur ganz gewöhnliche Blöcke. LOL! Soll das irgendjemand riechen können, dass man hier von allen Seiten attackiert wird? Und tschüss. Ich könnte mich hier sogar weiter nach oben arbeiten, mache ich jetzt aber mal nicht. Da unten steht Jump, wenn ich das richtig sehe. Nee. Habe ich jetzt nicht unbedingt nötig. Und es ist lustig, wie die Piranha-Pflanzen einfach draufgehen, wenn ihre Blöcke zerstört werden. Komm ich hier nicht mehr hoch. Blume. Und Attacke. Weg mit euch. Ihr seid eine Gefahr fürs Universum. Es wäre halt ein bisschen dumm, wenn ich mich durch den Boden arbeiten muss, um Dragon Coins oder sowas zu finden. Also irgendwie sind die Dinger komisch. Teilweise halten die mich doch auf. Oder täusche ich mich da nur? Ich habe wirklich das Gefühl. Aber naja. Ich stelle mich wahrscheinlich nur mal wieder an. So, das da oben sah relativ komisch aus. Da möchte ich mich mal etwas umsehen. Wenn da schon extra so ein vorgebohrtes Loch ist. Komme ich da jetzt überhaupt noch hoch? Toll. Easy. Nein. So. Jetzt kann ich über das ganze Level zurücklaufen. Weh, da ist nichts. Dann werde ich sauer. Oder wenigstens ein Hinweis darauf, was ich verpasst haben könnte. Macht jetzt irgendwie nicht wirklich den Eindruck. Oh, der Mond. Ah, das ist von allen Sachen, die es hätte sein können, das, was mir am wenigsten bringt. Dragon Coin wäre cool gewesen, Secret Exit wäre cool gewesen. Aber Mond? Jetzt laufe ich halt mal hier noch in die andere Richtung. Okay, da unten ist eine Dragon Coin. Da auch. Und da ist der Checkpoint, den ich nicht ran konnte. Welcome to Warp Zone! Wie in Super Mario Bros. 1! Soll ich das jetzt einfach mal nehmen? Na gut, jetzt habe ich mich schon entschieden, weil jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ja. Auf geht's. Das ist der Secret Exit. Na, dann habe ich ja doch noch irgendwas gefunden. Hat sich ja doch gelohnt, da drüber zu laufen. Das führt nach oben zu der Schlachterbahn.
Und Bahn ist tatsächlich deutsch geschrieben. Na dann. Sind jetzt alle meine Dragon Coins wieder weg? Nee, die eine ist gespeichert halt. Trotzdem. Muss ich das Level wieder von vorne beginnen? Ah, diese dämliche fliegende Ratte, ey. Dang it. No! No! Das ist zu heftig. Ich kann das nicht voraussagen, wo die Dinger hingehen. Oh! Das wäre echt nicht nötig gewesen. Ey, du kommst hier nicht durch, wirst gleichzeitig noch abgeballert. Die haben doch echt gelitten. So. Man sollte hier eigentlich die ganze Zeit mit einem Schutzschild herumlaufen. Aber es ist halt auch nicht immer möglich. Mach du mal einen Abgang. So viel ballern wie möglich. Achso, das war die Szenerie hier. Diesmal hatte ich irgendwie Glück. Mehr Glück als Verstand. Und da unten scheint nichts zu sein, selbst wenn man sich den Weg dahin frei arbeiten würde. Nur Abgrund. Nein, ich wollte den killen. Aber er ist mal wieder intelligenter als ich. Könnt ihr bitte davon aufhören? Nein! Das ist so abartig. Es ist so abartig. Come on. So, hier bin ich nach oben zum Secret Exit. Ich hoffe, ich muss jetzt... Oh nein, Münzen sind fest, Junge. Ich kann mir das nicht merken. Jetzt weiß ich nicht, was alles respawnen wird, wenn ich hier Anlauf nehme. Wahrscheinlich das Unvorteilhafteste, das war ja klar. Oh! No, was soll man hier denn überhaupt machen? Das ist alles so crazy, wie das Zeug hier wegspritzt. Und gleich die nächste Disco-Coin, die es auf mich abgesehen hat. Disco-Coin, sag ich schon. Disco-Panzer. Kann ich den wenigstens so aus dem Weg räumen? Das war jetzt nicht allzu dumm, aber auch nicht allzu clever. Jetzt bräuchte ich nämlich richtig viel Anlauf, um da nochmal hochzukommen. Geht's noch? Aber wenn man den Disco-Panzer zerstört... Das zählt nur für den Panzer und nicht für den Koopaling, der sich drin befindet. Der respawnt dann. Das sieht richtig cool aus, wie die Pflanze da so halb zu sehen ist. Quasi die Anatomie einer Röhre. Mach doch jetzt einfach mal alle einen Abgang, please. No! Das Level ist richtig gerotzt, du. Come on, das kann doch keiner... Also wirklich. Ich komme doch hier jetzt nicht hin und merk mir genau das Pattern, mit dem diese Panzer da rumschwirren. Kann ja wohl wirklich keiner verlangen. Einfach wegballern das Zeug. Und hoffen, dass man auch trifft. Was wirklich nicht immer der Fall ist. Run! No! Oh, das war so gut! Naja, immerhin im zweiten Versuch noch draufgekommen. Ey, weißt du, wenn es wenigstens im Bild wäre, aber es ist ja noch nicht mal im Bild. Und dadurch ist es so unfassbar dreckig. Ich werde sterben. Wisst ihr was? Ich sammle es. Nein! Oh Gott, ich werde hier wahnsinnig. Ich werde hier wahnsinnig. Es hat eindeutig zu viele Gegner. Aber wirklich, 100.012 Gegner. Und was ich auch überhaupt nicht verstehe, ist, wenn ich das Power-Up am dringendsten benötige, nämlich wenn ich klein bin, dann darf ich es mir nicht holen, weil ich die Blöcke nicht kaputt machen kann als kleinen Luigi. Wo ist da denn der Sinn dahinter? Die ultimative Bestrafung fürs Schlechtsein. Na, immerhin an die komme ich ran. Mal schauen, wie lange ich Freude dran habe. Nicht besonders lange. Also, Münzen mal wieder. So, hier möglichst schnell durch. Nein, es hilft nichts. Es ist wirklich jede 2 mm ist irgendein Kackgegner. Ist unglaublich.
Lass mich doch jetzt mal in Ruhe, du Hässlicher. Und dann weicht man dem Disco-Panzer aus, kommt direkt der nächste nach. Keine Sekunde darf man sich hier mal ausruhen. So, wo kommt jetzt der Gelbe? Nirgendwo, weil ich ihn ausnahmsweise mal weggeballert habe. Okay, das hier schön aus dem Weg räumen. Und... ja, du hältst dich wohl für einen Obermacker hier. Wie habe ich das denn geschafft? Erstens wollte ich mich gar nicht ducken, damit ich eine Feuerkugel verschießen kann. Nein! Ich gehe gleich zu dem nach Hause. Wer hat das gemacht? Ich hole ihn mir. Das Einzige, was dieses Level noch einigermaßen revidiert, ist, dass es wirklich eine großzügige Anzahl an Power-Ups hat. Das ist aber auch wirklich alles. Nope. Diesmal nicht. Muss hier eigentlich wirklich die ganze Zeit ballern. Vielleicht wäre mir hier sogar mal das, das Shotgun-Item von Vorteil gewesen. Wäre möglich, ne? Aber ich finde das echt so unzuverlässig, weil man damit wirklich nur alle 2 Sekunden so einen Schuss machen kann. Und wenn man dann damit rechnet und es funktioniert nicht, dann bringt man sich selbst nur in Schwierigkeiten. Naja, egal. Ich bin zumindest mal am Checkpoint angelangt. Also Münzen weiterhin fest. Kann ich aber mit dem Cape zerstören. Bringt das irgendwas, hier lang zu gehen? Nee, Kamera geht nicht mit. Theoretisch könnte ich jetzt überall hin mit dem... mit dem hier. Ich hoffe, das wollen sie nicht. Weil sonst können die Dragon Coins ja wirklich überall sein. Ja, das spare ich mir jetzt mal auf. Was passiert hier eigentlich die ganze Zeit? Ich höre irgendwelche Panzer zusammenklatschen. Die machen da unten irgendwas. Sollen sie nur. Solange sie das ohne mich machen. Roms. Ups. Meinen Spin verloren. Inzwischen bin ich eigentlich fast davon überzeugt, dass sie hier was in den Wänden versteckt haben. Ich könnte auch irgendwie das Level ein bisschen überspringen. Na, ich bin mal so freundlich und guck mir das Gedöns an hier. Disco-Panzer ist immun gegen das Cape. Und warum interagiert der eigentlich nicht mit diesen grinsenden Dreiecken. Das irritiert mich auch jedes Mal. Ist das etwa kein Panzer? Zählt nicht als Panzer. Ich finde das lustig, wie das hier abgeräumt wird. Und wie ich es einfach nicht schnalle, dass die Münzen solide sind. Ich krieg das nicht in die Birne rein. Ist hier nix? Die Kamera geht immer noch weiter. Ja, scheinbar ist hier echt nix. Wo haben sie denn dann bloß die Dragon Coins versteckt? Allzu lange kann das Level ja hoffentlich nicht mehr gehen. Da ist eine. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir da rankommen. Also so oft wie in diesem Level habe ich das noch nie erlebt, dass man wirklich die Sprites ineinander hält und die einfach nicht kollidieren. Was soll ich denn noch machen? Wahrscheinlich beten. So, das war super easy. Habe ich mir mal wieder viel zu viele Gedanken gemacht, wo sie versteckt sein könnten. Aber wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wo seid ihr denn? Die dürfen da raus und ich nicht? Die haben es gut. Dürfen das Level verlassen. Naja. Jetzt habe ich mir hier fast alles kaputt gemacht. Ich könnte zur Not auch noch hochfliegen. Was ist denn jetzt da unten? Also so wie das Level aufgebaut ist... gehe ich davon aus, dass da unten einfach nur der Tod ist und sonst gar nichts. Ich bin unverwundbar. Oh, was für eine Genugtuung. Was für eine Genugtuung. Halt, stopp. Was gibt's hier noch zu lesen? Jeder Sprite, jedes Teil in diesem Level ist ein Block. Stirb nicht. Renne mit X oder Y. Was soll mir das denn sagen? Dass das Ziel fake ist? Soll es mir das sagen? Ich habe jetzt ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Oh oh.
Ich hab's geschafft. Was sollte mir die Box denn jetzt sagen? Muss ich nicht verstehen, oder? Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass ich dieses Level hinter mich gebracht habe. Und bin riesig gespannt, wo die weitere Reise hinführt. Übrigens ist die Oberweltmusik hier aus Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ah, das finde ich immer herrlich, wenn solche Musikstücke auf alte Konsolen geportet werden. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder und bis dahin. Ciao.